So, guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Freunde. So, habe wieder wunderherrliches Frühstück gemacht und bin schon wieder auf Wandertour. Heute bin ich mal, sieht man aus noch hinten noch, das ist noch hinten das Haus Wedin. So, da befindet sich hinten auch noch schöner befestigter Wanderweg, kann man hier schon so sehen. Hier hinten runter geht es nach Seite und das hinten ist der obere Kreuzgalgen oder wie sich das wohl nennt, Kreuzgalgenweg, und den werde ich mal nehmen. So. Das Wetter ist auch wieder super und gibt es nichts zu meckern. Soll zwar heute Nachmittag wieder etwas gewittern, aber bis dorthin werde ich schon wieder zu Hause sein. Macht aber nichts. Wie gesagt, werde jetzt einen Kreuzgalgenweg nehmen. Sieht man hier auch noch ein Schild, hier ist das grüne Schild. Wenn wir jetzt hier so Richtung Seite würde runter machen, wären ungefähr 3,4 Kilometer. So, haben wir hier noch das grüne Schild. Also kann man das noch mit dem Snowmobil, kann man das befahren im Winter. So, deshalb sind die Wege auch so relativ gut fest ausgebaut. Und dann werde ich mal schauen, was bei deinem Kreuzgalgenweg, den werde ich jetzt mal langlaufen. Mal sehen, meistens stehen da wieder irgendwelche Hinweisschilder und die schaue ich mir jetzt schon mal an. Okay, bis später. So, liebe Freunde, hier wie ihr sehen könnt, ist das einer der zahlreichen Holzlageplätze am Wegesrand. Hier hinten sind auch noch mehr. Und wie man dann schon auch schon im Wald mal reinschauen kann, wie gesagt, eben durch den Schnee- und Windbruch wird eben da viel praktisch rausgeschnitten, ausgemistet, wird schön abgestapelt und kann dann später abgeholt werden. Wie man sieht auch hier, gut, das sind jetzt noch die Spuren, die werden ja noch praktisch mit den Harvester werden die Bäume zurechtgeschnitten, entastet, größtenteils auch leicht abgeschält und dann werden die hier seitlich gestapelt. Das wäre natürlich für jeden Häuslebauer, geht auch ein bisschen das Herz auf, wenn so viel Holz zu finden ist. Und das riecht man auch, das Harzige von den frisch geschnittenen Bäumen. Wie gesagt, der Duft ist auch super. Wie gesagt, das sind schon mehrere Holzlagerstätten. So, und die werden dann mal im Laufe der Zeit, kommt ein großer Anhänger, dann wird das verladen und dann geht das in die jeweiligen Holzverarbeitungsbetriebe. Hier kann man nochmal aufschauen. Da machen die dann Gänge mit den Harvester. Das ist so ein Gerät, da kann praktisch die Bäume werden dann wie mit einem Greifer, dann wird das zurechtgeschnitten, entastet, größtenteils auch, wie man dann hier bei den nächsten Haufen schon hier sehen kann, wird auch die Rinde entfernt. Das kleine Zeug bleibt hier, man kann es immer so sehen, das bleibt hier so im Wald drinnen liegen. Das scheint wohl nicht so eine schmeckende Geschichte für einen Borkenkäfer zu sein. Aber ja, hier sieht man es eben, werden am Teils auch schon, wird da schon die Rinde entfernt. Und das findet man hier schon zur Genüge, diese Holzlagerstätten. Wie gesagt, wenn man da davor steht, wenn sie stapeln schon ziemlich hoch. Und dann riecht man hier so richtig die harzige Luft. Ja. So. Mal sehen, was als nächstes zu sehen ist. Bis gleich. So, liebe Leute. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt an einer Kreuzung angelangt. Diese Strecke hier runter zu ist, oder eben dann entgegengesetzt, die führt hier nach Riefeld. Da kommt man genau unten in der Ecke, kommt man da raus. Das ist der sogenannte Mühlenweg. Den bin ich schon mal gegangen vor 2-3 Tagen. Wie gesagt, das ist der obere Kreuzgalgenweg, den ich jetzt aufgekommen bin. Und laut meiner Recherche ist dieser Weg, der hier geradeaus oder dorthin führt, ist der untere Kreuzgalgenweg. So, und ich werde mich aber jetzt entscheiden, ich werde jetzt den Mühlenweg wieder nehmen. Mal sehen, was dort zu sehen geht. Na dann, bis später.
So, liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, ein Jägerstand. Da ist bewusst hierher gebaut worden, weil hier wahrscheinlich auf dieser Lichtung, sagen wir mal, immer ein bisschen Wild ansammelt oder grasen tut oder irgendwas durchstreift. Soweit wie ich weiß, Rehe. Da habe ich gestern zwei gesehen in einer Schonung, aber wie ich eben ein Fotoapparat raus hatte, waren die schon lange wieder verschwunden. Die sind dann zu schnell. Da begeben die sich dann auf diesen Hochstand und da haben die, warte mal hinlaufen. Und dann haben die eben einen schönen Ausblick. Die bauen sich die Förster oder die Waldarbeiter selbst. Und Holz haben die ja genug. So, werde ich mich wieder hier drüben auf den Weg begeben und werde den Mühlenweg weiter folgen. Na dann. So, liebe Freunde, so wie ihr sehen könnt, ich drehe mal ein bisschen rum, auch hier wieder Holzlagerplätze. Dies ist der Mühlenweg, hier vorne ist dann der Ausgang. Dann sind wir vorne auf der Hauptstraße und laufe ich dann die Hauptstraße wieder dann in Richtung Neuhermsdorf. Wie gesagt, Holz ohne Ende, das ist natürlich was für ein Handwerker. Da lacht das Herz. So, ich werde wieder schön in Ruhe weiter tippeln. Werde schön langsam laufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Treff. Tschüss. So, liebe Freunde, bin jetzt an der Hauptstraße vorne angekommen. Wie man kann sagen, im Hintergrund, da geht es nach Neuhermsdorf oder Frauenstein Richtung Freiberg. Und wenn ich mich jetzt mal drehe, diese Strecke dann, diese dann hier hinauf zu ist, die geht dann noch nach Rehefeld oder Neurehefeld oder dann Richtung Moldawa. Kann man sich das dann aussuchen. Ich werde jetzt die Straße hier runter zu benutzen, Richtung wieder Neuhermsdorf. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis gleich. So, liebe Freunde, habe ich noch was entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hier seht. Diese Stange oben mit dem Querbalken müsste eigentlich zu sehen sein. Das bauen die Förster hin, weil man kann schon sehen, sind ja Freiflächen. Und dort kann praktisch der Bussard oder der Falke sich niederlassen, das Gebiet beobachten, hat ein sehr gutes scharfes Auge und dann kann er, auf Deutsch gesagt, dann auf seine Jagd gehen und hat er hier eine gute Sitzgemöglichkeit. Wird einem doch was gemacht für die Natur.